Sonntag, 15.30 Uhr, Airbase Haifa. Das DEZA-Team, der Schweizer Botschafter und der VA begrüßen die Schweizer Helikopter. Montagmorgen, 7 Uhr. Der Taskforce-Kommandant informiert in einem ersten Briefing. Die Mechaniker bereiten die Kuhgas vor und der Airbase-Kommandant lässt es sich nicht nehmen, sie persönlich zu begrüßen. Gleichzeitig werden die Piloten über die Lage und den Einsatz gebrieft und treffen auf ihre israelischen Kollegen, die sie auf dem Jump als Unterstützung begleiten werden. Erster Auftrag, Rekiflug, um allfällige Brandherde zu entdecken. Das Feuer ist unter Kontrolle, es gibt keine großflächigen Brände mehr. Doch noch immer gibt es Brutnester, die jederzeit erneut aufflammen können. Im Zickzack fliegt die Dreierformation über Mount Carmel, um genau zu beobachten, ob Rauch potenzielle Brandherde anzeigt. Am Boden werden derweil die Bambis vorbereitet. Hier bin ich da 1-2-3-Zentrum. Wind abgewandte Seite, so. Der Rekiflug hat neue Brandherde gezeigt und in einem kurzen Brief wird der Löscheinsatz geplant. Meine Idee ist, momentan, dass wir kommen, Wasser holen. Und dann ist es Routine für unsere Teams. Bambis anklinken und auf geht's. Das Wasser wird direkt im Meer gefasst, nicht zu nah und nicht zu weit von der Küste entfernt. Und dann punktgenau auf die Brandherde geleert. Das Feuer ist unter Kontrolle und mit dem Schweizer Kuhgas konnten neu aufflammende Brandherde im Keim erstickt werden. Dienstag, 7. Dezember, im Garten der Residenz des Präsidenten haben sich die Teams aus über 11 Nationen versammelt. All jene Teams, die zur Feuerbekämpfung nach Israel geeilt sind. Der Verteidigungsattaché begrüßt begeistert das Schweizer Team und ist stolz. Das Medieninteresse ist groß, als die Teams zur Zeremonie in den Saal einziehen. Um den Dank für ihren Einsatz von Präsident Simon Peres und Premierminister Benjamin Netanyahu zu erhalten. Brothers in Fire hat Premierminister Netanyahu den Einsatz genannt. Ein treffender Titel. Wir konnten den Dank auch direkt fühlen beim Gang durch Jerusalem. Ob Applaus oder Dankensworte, das Engagement der Schweiz wurde nicht nur wahrgenommen, sondern direkt verdankt.